Laura. Grüß Gott, ich bin Daniel Wingate, ich bin Fashion Director bei Escada. Wie Sie alle wissen, Escada ist eine weltweit Marke. Das steht nicht nur für Luxus und auch für die höhere Qualität, aber auch für Farbe. Man bekleidet wunderschöne Frauen, genau wie die Rex von mir, Lena Gerke. Und ich bin sehr stolz auf diese Kollektion und sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Derigo, einen von den besten, wenn nicht die besten Lizenznehmer und natürlich Brillenmacher aus Italien. Während diese Kollektion hat sich entwickelt, weiß ich, das war gut in Deutsch, aber anyways, bin ich auf die Farbe gegangen, natürlich wie gesagt, und ich habe dann diese Brillen ausgesucht mit Lena, wegen der Farbigkeit, wegen der Form, war das steht natürlich für die Marke Escada, diese Bold Colors, auch die Bold Frames. Und ja, also Lena hat das auch dann gesehen und hat das natürlich ausgewählt und ich wollte natürlich ein bisschen, dass wir von sie hören, warum sie diese Sonnenbrillen sich so beeindruckt hat und warum sie hat das auch so... Ja, erstmal bin ich riesengroßer Sonnenbrillen-Fan und großer Escada-Fan. Und ich meine, Sonnenbrillen brauchen wir alle, ja, wir fahren alle in Urlaub. Heute brauchen wir sie vielleicht nicht, weil es heute total schneit in München. Aber ich habe an dieser Sonnenbrille als erstes an meinen Urlaub letztes Jahr gedacht. Da war ich in Bali, deswegen auch der Name. Der Name kommt von mir. Ich habe mich für Bali entschieden, weil Bali für mich ein Urlaubsziel ist, wo ich komplett runterkommen kann, was ein super schön war zum Relaxen und ganz inspirierend. Und diese Sonnenbrille hat mich irgendwie daran erinnert und da ich auch in meinen Urlauben ganz gerne mal ein oder zwei Sonnenbrillen schrotte, habe ich mir gedacht, passt das eigentlich ganz gut, die Sonnenbrille Bali zu nennen und auch die Farben. Also das Ganze, ich habe vorhin schon gesagt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Sex on the Beach in Bali, so ein Long Drink. Meine Lieblingsfarben sind eigentlich auch schwarz und das Braun, weil ich finde, es ist einfach super klassisch und man kann das immer tragen. Ja? Also eine schwarze Sonnenbrille geht zu allem. Ja, liebe Fashion-Fans, das war die neue Brillenkollektion von Escada, präsentiert von Lena Gerke. Ich hoffe, das eine oder andere Modell hat euch gefallen und wir hoffen, wir konnten im Sommer jetzt euch Trends präsentieren und setzen. Schreibt es mir in die Kommentare, welche Brille euch besser gefallen hat. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Anzuziehen, wonach man sich fühlt und wo drinnen man sich einfach wohl fühlt und sich nicht verkleidet fühlt. Das ist für mich immer das Wichtigste. Leute.